Oh Scheiße, was ist denn das? Oh fuck! Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alex und ich fahren ein bisschen in Wien herum. Die Höhenstraße ist unser Ziel. Mal schauen, ob wir die finden. Jedenfalls fahren wir ein bisschen den Merch spazieren. Ich habe so einen Merch an und habe einen wunderschönen Hoodie geschenkt bekommen. Und mit dem werden wir auch ein paar nice Fotos schießen. M. Das sind XS, das sind M. Aber die sind mir auch zu groß, die sind eigentlich von meiner Tante. Ich find's voll cool, dass wir so im Partnerlook unterwegs sind. Oh, ich dachte schon, die meinen mich. Also es ist schon, glaube ich, generell praktischer, ein helles Visier zu haben überhaupt, aber es ist halt cooler, ein schwarzes zu haben. Und ich kann es ja so ein bisschen ausprobieren, weil ich ja diese Sonnenblende habe, diese Klappe, die ich so auf und zu machen kann. Und also in manchen Situationen, wie vorher gerade, sieht man, dass es echt praktisch ist, wenn der Asphalt so spiegelt zum Beispiel. Aber dann, wenn es wieder so stockdunkel ist, ist es halt auch blöd. Aber irgendwie so ein schwarzes Visier wäre halt schon geil. Mal schauen. Ich glaube, für den Helm, den ich habe, das ist so eine relativ unbekannte Marke, glaube ich, gibt es, glaube ich, gar kein schwarzes Visier. Also. Aber man kauft sich ja eh irgendwann einen anderen und dann kaufe ich vielleicht auch ein schwarzes Visier, weil es schaut halt schon cool aus. Und es ist praktisch für den Sommer und man fährt ja eh hauptsächlich, wenn es Sommer ist, Motorrad. Also ergibt es auch wieder Sinn, warum man ein schwarzes Visier kaufen sollte. Okay, so eilig kann das mit dem Tanken nicht haben, wenn er danach so einen Wheelie davon zieht. Ach Gott. Na, aber wir sollten jetzt echt langsam eine Tankstelle finden. Das wird kritisch sonst. Ich brauche ganz dringend Tank, aber Hauptsache ein Wheelie ziehen. Der spritschonende Fahrstil. Man sieht ihn sehr schön. Wie fährt man, wenn man knapp am Sprit ist und man keinen Sprit mehr hat? Okay, da unten ist eine Stadt. Ah, das ist Wien. Geografische Höchstleistung. Oh Mann. Beste Wienerin bin ich. Kennt die eigene Stadt nicht. Das sind zweimal dieselben. Egal, ich nehme mal den da. Solange es Benzin ist. Wie verrostet das da bei den Dieselzapfhähnen ist und bei dem Benzin gar nicht. Voll komisch. Ich habe mir schon gedacht. Ich fahre genauso mit dem Bike um die Kurve wie mit meinem Auto. So viel Gas geben, also halt vor allem, wenn es bergauf geht. Irgendwie, das habe ich noch nicht so
noch nicht so eingeübt. Beste Konstruktion. Oh. Ah. Oh Scheiße, was ist denn das? Oh fuck! Was ist denn das für eine... Wer pflastert denn so einen Weg? Oh 30, ja das glaube ich, dass da 30 ist bei den... bei den Straßenbedingungen. Aber schon hübsch, oder? Oh. Fahrbahnschäden, super. Beste Voraussetzungen haben wir da. Ja. Ach du Scheiße, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, ich... Das ist ja... Ah! Na, bitte. Bitte nicht. Scheiß mich an. Scheiß mich wirklich an. Das ist die Straße des Todes, wirklich. What the fuck? Oh, Scheiße. Was ist das? Oh, bitte sag, dass es da dann normal weitergeht. Fahrbahnschäden, Lärmschutz. Das ist ja echt jetzt, das ist ja, das kannst du keinem zumuten da. Was ist das für eine Scheißstraße, aber echt jetzt. Viel Spaß. Super. Besten Weg haben wir uns heute ausgesucht. Oh Mann. Ich bin jetzt echt, ich bin echt schon gespannt, was sich Alex da bedenkt. Alex denkt sich wahrscheinlich, Marconi, was hast du dir da für einen Weg ausgesucht? Also, Leute, das ist echt, also... muss man auch mal gemacht haben. Oder eigentlich nicht. Oh Gott. Ah! Wer hat bitte diese Straße gemacht? Wie kommt man bitte auf die Idee, jetzt ehrlich, oh Scheiße, wie kommt man auf die Idee, eine ganze Straße mit so, noch dazu so, weißt du, so Mini-Ziegelsteine da festzumachen? Rollsplit, ne, das wird immer besser. Zuerst waren es nur Fahrbahnschäden, jetzt ist Rollsplit. Wo sind wir hier gelandet? Aber echt. Ach du Kacke. Ich glaube, ich habe eine Abzweige gesehen zu einer Straße, die normal ist. Fahren wir mal so, weil das ist ein Wahnsinn. Ja. Man sollte meinen, in Österreich sind solche Straßen ausgestorben, aber nein. Viel besser.